Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier die beiden Ultra Putty, die ich letztens ausgepackt habe hier auf dem Kanal. Ich finde die super cool. Mit dabei sind ja diese Wackelaugen. Und ich habe ja schon grün und blau. Und Überraschung, jetzt habe ich auch noch gelb. Wieder Ultra Putty out of the blue. Magic Putty, magische Knete. Und die ist wirklich super cool. Die grüne und die blaue finde ich auch so cool. Und die leuchtet im Dunkeln. Und jetzt habe ich auch noch die gelbe. Und ich werde die natürlich sofort auspacken. Und das ist ein richtig, richtig schönes leuchtendes Gelb. Und wenn ihr euch fragt, wo die Augen hin sind, die liegen einfach so mit in der Verpackung und sind gerade direkt runtergefallen. Die ist wirklich richtig cool. Ich mag die sehr, sehr gerne, diese Ultra Putty. Man kann das nämlich so schön auseinanderziehen und es fühlt sich überhaupt nicht glitschig oder glibberig an, sondern ganz angenehm in den Händen. Ein bisschen so wie weiches Wachs. Und ja, man kann es ziehen, man kann das auseinanderreißen und kneten und auch auf dem Tisch springen lassen wie ein Flummi. Hui, das springt wirklich sehr gut. Jetzt sehe ich auch keinen roten Punkt mehr. Das hat sich jetzt gut vermischt. Und das leuchtet im Dunkeln. Ich halte das mal hier so dran. Die Kamera, ob man da schon was erkennen kann. Ist, glaube ich, nicht dunkel genug. Na gut, dann muss ich es wieder ganz dunkel machen bei uns im Studio. So, ich habe das Ganze mal wieder in einen Pappkarton reingelegt. Und ich glaube, man kann ganz gut erkennen, die Knete leuchtet richtig schön im Dunkeln. Sehr cool ist auch, dass man damit so kleine Monster selber machen kann, indem man dann einfach die Augen draufsetzt und zum Beispiel eine Nase rauszieht. Oder man kann natürlich auch eine ganz große Nase formen. Man kann irgendwelche lustigen Haare hier oben formen, wie ein Außerirdischer. Da hat man auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Also ja, macht viel Spaß, ist eine tolle Knetmasse und wie ihr seht, gibt es die in ganz unterschiedlichen Farben. Vielleicht kann man die ja auch mischen miteinander. Das würde mich auch mal interessieren. Das kann ich aber beim nächsten Mal nochmal ausprobieren. Schreibt erstmal jetzt in die Kommentare, welche gefällt euch am besten, blau, grün oder gelb? Ihr könnt ja auch noch mal in die anderen Videos reinschauen, die ich dazu gedreht habe. Dann seht ihr, wie das im Dunkeln zum Beispiel aussieht bei den beiden. Oder ja, ob die auch die gleichen Eigenschaften haben, aber das kann ich euch auch schon verraten, haben sie. Sind genau identisch mit der gelben, nur eben farblich ein bisschen anders. Aber ihr könnt natürlich trotzdem gerne nochmal in die Videos reinschauen, unseren Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!